Guess who's back? It's me, Unicorn. Und heute... Genau, und heute dreht sich's nicht um Resident Evil, aber es geht endlich wieder um Cosplays. Und zwar zu Silent Hill. Silent Hill war auch eines der Spiele, die ich gespielt habe, als ich eigentlich noch nicht altersmäßig in dem Alter war, dass ich es hätte spielen dürfen. Also ich war noch keine 18. Meine Oma, also unsere Oma, ich habe ja noch einen älteren Bruder, die hat uns halt immer die Spiele ab 18 besorgt. unter anderem Resident Evil 2 für meinen Bruder damals. Und das hat mich zu Resident Evil quasi auch gebracht. Momentan streame ich Silent Hill 2 auf Twitch. Also wer das nicht verpassen will, der kann gleich mal hier klicken, oben in diesem Banner, das Twitch verlinkt, und kann ein Follow hinterlassen, dass ihr den Stream nicht verpasst. Zum Thema Cosplay. Natürlich werden jetzt auch die Charaktere aus dem Spiel gecosplayt von mir. Ich habe eine Lieferung heute bekommen. Ich habe nämlich schon die Bestandteile so einigermaßen geshoppt. Heute sind sie angekommen und jetzt schauen wir sie uns gemeinsam an. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt die Bestandteile zu dem Outfit und ihr dürft erraten, was es ist. Ihr wisst es bestimmt sofort. Schreibt's mir in die Kommentare. Einen Leo-Rock. Total sexy. Ich würde es niemals so tragen in der Art. Aber diese Person schon, die ist sehr verführerisch. Und einen verführerischen, kurzen, roten Strickpulli. Na, klingelt's schon? Wer in Silent Hill 2 trägt dieses Outfit? Schreibt es mir auf jeden Fall mal rein, ob ihr es wisst, ob ihr auch so fit seid bei Silent Hill. Ich brauche auf jeden Fall noch eine Perücke da dazu, denn die hat blonde Haare, die Lady. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie so leicht rosarote Spitzen hat. Ich glaube schon. Ich habe es gestern noch mal kurz gezockt und da hattest du das. Du hast nicht gezockt, das darfst du doch noch gar nicht. Ja, doch noch Stiefel dazu an. So, heute kam schon wieder ein Päckchen, das ist der nächste Tag. Und wir werden jetzt gemeinsam dieses Päckchen kurz öffnen. Und dieser Inhalt hat auch wieder was mit Silent Hill zu tun. Und ich möchte jetzt ja noch nicht so viel verraten. Lass mal schauen, was rauskommt. Hier ist es drinne. Ich finde es krass, die hat mir tatsächlich auch die Schuhe dazu reingetan. Die Schuhe sind Schuhgröße 40. Ich habe Schuhgröße 36. Minimal zu groß. Aber für Fotos auf jeden Fall machbar. Hier schon der erste Hinweis. Bam. Ein Messer. Binden. Für das Gesicht, also zumindest hatten die das ja im Film. Im Spiel haben diese kein Gesicht einfach nur. Wisst ihr, von was ich rede? Wisst ihr, wer das sein kann? Spätestens jetzt wisst ihr es. Es sind die Krankenschwestern aus Silent Hill 2, die dem James begegnen. Wegen seines schlechten Gewissens, das ihn plagt. Und ja, auch diese Krankenschwester mache ich. Ich habe das Cosplay diesmal nicht selber gemacht, sondern von jemandem bestellt, der das mal zu Halloween sich selber gemacht hat. Und diese Person hat sich wahnsinnig gefreut, es nun an eine Cosplayerin weiterzugeben. Somit ist es in guten Händen, definitiv. So, hier ist das Cosplay jetzt mal ganz kurz anprobiert. Die Schuhe sind mir zu groß, aber für Fotos oder so taugt es allemal. Ich kann gut drin laufen, wie ihr seht. Das wird natürlich nicht drunter angezogen, ganz klar. Was sagt ihr? Ja, Leute, und dass ich an diesem Krankenschwester-Cosplay dann doch noch ein bisschen was selber gemacht habe, werde ich jetzt diese Maske machen, denn... Ich habe da zwar Mulbinden noch mitbekommen, an dieser Stelle vielen Dank für die Mulbinden, die du mir noch reingetan hast. Allerdings, diese Mulbinden-Gesichter sind aus dem Film und wir wollen ja nicht die aus dem Film, die Schwester, sondern wir wollen ja die Schwester aus Silent Hill 2, aus dem Game. Und dafür brauchen wir eine Maske, die quasi kein Gesicht hat.
die so ein bisschen schleimig, schlunzig, entzündet aussieht, so ein bisschen widerlich. Und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Mir kam da dieser Geistesblitz, es mit Pappmaché zu versuchen. Deswegen habe ich die Werbeplättchen, die ich normalerweise nach dem Durchblättern sofort ins Altpapier schmeiße, aufgehoben und werde aus dem jetzt versuchen, dieses Gesicht mal so in der Form herzustellen. Später kommt natürlich dann die Farbe dazu und dann wird es ein bisschen creepy und ekelhaft angemalt, dass es eben so aussieht wie die Nurse aus dem Spiel. Und jetzt werde ich erstmal mein Gesicht so von der Form und Größe oval abzeichnen und natürlich dürft ihr dabei zuschauen! Also ich bin ja jetzt sehr verwundert, denn für mein Gesicht brauche ich nicht mal ein DIN A4 Blatt, sondern ein DIN A5 Blatt reicht schon. Krass, oder? Ich habe ja voll das Mini-Gesicht dann. Oder ist das normal? Keine Ahnung. Ich habe jetzt hier so einen Stift. Jetzt halte ich das hier mal so hin und male das mal so grob. Grob. Drauf. So ungefähr sieht mein Gesicht aus, so die Größe. Es ist jetzt reicht grob, wenn man es weiß. So. Das ist nun der Kleister und die ausgeschnittene Maske. Ich bin jetzt soweit fertig. Ich habe jetzt hier so eine Maske gemacht aus Pappmaché mit diesen Plättchen, die ich euch vorhin gezeigt habe. Das passt jetzt wunderbar so um meinen Kopf rum und hat hier auch noch so Kanten. Also das ist nicht so eine flache Maske, die hätte ich ja auch aus Pappe machen können, normaler Pappe. Sondern dass es so ein bisschen auch um den Kopf geht, habe ich hier noch so Ränder gemacht, wie bei einer Schüssel. Und dass es dann von vorne und von der Seite so ein bisschen identisch aussieht. Der Rest wird mit Schminke gemacht und dann, dass es eben an dem Kopf anschließend aussieht und nicht aussieht wie, aha, echter Kopf, Maske, sondern es muss natürlich irgendwie verbunden werden. Und die wird jetzt, sobald es trocken ist, werde ich die dann noch anmalen und muss mir dann dazu noch so ein Bild anschauen von so einer Nurse, dass ich so ungefähr weiß, wie das Gesicht dann aussieht, sodass ich das darauf kopieren kann. Werde das dann machen und euch das Resultat dann zeigen. Jetzt wurde die Maske gefärbt. Erstmal mit Hautfarbe, Acrylfarbe. Und sieht jetzt so aus, dass die so am Ende aussieht. Und das ist momentan der Stand. Haben wir noch einiges vor uns. So, das ist es soweit. So sollte es aussehen. Also so wäre zumindest das mal mein Wunsch gewesen. Ja, es wird noch weiter verarbeitet. Vielleicht sieht es dann noch mal ein bisschen besser aus. Werde nochmal mit Hautfarbe drüber tupfen, dass das halt aussieht wie Adern unter der Haut. Und dann, wenn man da mit der Dunkelheit arbeitet, denke ich, dass das schon gut aussehen kann. Momentan finde ich es eher nicht so amused. So, das ist jetzt die fertige Maske. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es im Gesamten aussehen wird. Hier ist ein paar Mini-Löchlein reingemacht worden, dass ich auch was sehen kann, so ein bisschen. Und mit Bandagen wird die dann jetzt festgemacht an meinem Kopf. Und dann schauen wir mal, was da für Fotos rauskommen. Das nächste Video wird dann quasi zeigen, wie ich mich für ein Fotoshooting als Silent Hill Nurse vorbereite. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ansonsten war es das mit diesem Silent Hill Cosplay Special.
Video. Hier habe ich jetzt vieles gezeigt. Ich habe jetzt gezeigt, welche Cosplays alle kommen werden, welche in the making sind. Und ich hoffe, ich habe euch wieder mal entertained und es hat euch Spaß gemacht. Ich habe euch inspiriert. Ich sage jetzt einfach nur schon mal Tschüss, weil wenn ich das fertig habe, denke ich, mache ich nur noch eine ganz kleine Einstellung von der Maske oder eventuell dem kompletten Outfit. Und ja, in diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr erratet, welche Charaktere ich denn so machen werde. Und ich hoffe, dass sie euch soweit gefallen. Natürlich wird da noch Arbeit reingesteckt und es gibt dazu auch noch Videos. Ebenfalls erzähle ich euch die Geschichte zu Silent Hill, den Background und die Bedeutungen auch der Gegner und allgemein dieser psychische Hintergrund wird demnächst auf meinem Kanal kommen. Also Leute, es würde sich lohnen, hier ein Abo zu hinterlassen, denn dann verpasst ihr diese geile Thematik nicht. Ich finde es ja mega. Ich muss mir nur noch ein bisschen Zeit lassen, weil ich einfach gescheit recherchieren möchte. Und deshalb denke ich, dass dieses Video vielleicht in ein, zwei Wochen kommen wird mit dem Background zu Silent Hill. Aber seid gespannt, es kommt. Und in diesem Sinne möchte ich mich bedanken bei euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe euch wieder entertained und inspirieren können. Und ansonsten sehen wir uns wieder auf Instagram, Facebook und auf Twitch. Und in diesem Sinne, macht's gut and don't forget, be unique. Mua! Voll geil. Kleisterhände.